wir hier beginnen mit der Aktuellen Stunde zum Thema Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und Schonung vorhandener Ressourcen statt Abriss von 800 bestehenden Fahrgastunterständen. Diese Vorlage wird in öffentlicher Sitzung, oder diese Aktuelle Stunde findet in öffentlicher Sitzung statt, auch wenn die Vorlage, wie eben bereits diskutiert, im nicht öffentlichen Teil behandelt wird. Das hat damit zu tun, dass eine Aktuelle Stunde ein typisches Merkmal eben hat, das ist eine Aktuelle Stunde, die im Sinne einer öffentlichen Diskussion und Information und Meinungsbildung für die Bürgerschaft durchgeführt werden soll. Es ist also kein Instrument zur Selbstbeschäftigung hinter verschlossenen Türen, sondern eine Veranstaltung, die in öffentlicher Sitzung dem Wesen nach durchzuführen ist. Gleichwohl, Kollege Kühn hat es bereits angesprochen, bedeutet das, dass wir etwas mehr Aufmerksamkeit auf das gesprochene Wort in der öffentlichen Sitzung legen müssen. Das heißt, mögliche vertrauliche Informationen, das heißt insbesondere Vergabedetails, dürfen nicht preisgegeben werden. Hier besteht eine Verschwiegenheitspflicht und damit verbunden natürlich die Verpflichtung, Schaden von der Landeshauptstadt Dresden abzuwenden. Ich biete Ihnen deshalb an, wenn Sie einen gewissen Zweifel haben, ob Sie jetzt einzelne Bestandteile des Redebeitrages so machen können oder dadurch gegen ihre Verpflichtung zur Verschwiegenheit verletzen, sich mit Kollegen Kühn nochmal abzustimmen. Ziel soll also sein, eine transparente, öffentliche, aktuelle Stunde durchzuführen, gleichwohl alle geheimhaltungsbedürftigen Informationen dort zu belassen, wo sie auch hingehören. Ich denke, das bekommen wir hin und ich darf nun Herrn Kiesling um die Einführung in den Tagesordnungspunkt aktuelle Debatte als einreichende Fraktion führen. Herr Kiesling, bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich hoffe auch, einige sehen im Livestream zu. Dieses Thema regt mich seit Monaten so auf. Ich bin so wütend über das, was hier passiert, dass ich ganz entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit mal das, was ich sagen will, aufgeschrieben habe. Jetzt war meine Chance zwischen der Ansage des Ersten Bürgermeisters und dem Moment, wo ich hier stehe, mich noch abzustimmen, relativ gering. Sozusagen sollte ich jetzt irgendwas super Geheimes verraten, wo dann hinterher sozusagen die Stadt mit Klagen überzogen wird und leider wir keine Werbung mehr an den Wartehäuschen haben, dann unterbrechen Sie mich vielleicht. Ja, ich fange einfach an. Sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen vor einer Entscheidung, die nach dem Willen des Oberbürgermeisters für mindestens 15 Jahre erhebliche Auswirkungen auf unser Stadtbild und durchaus auch deutliche Auswirkungen auf unseren Haushalt haben wird. Wir reden über die Neuordnung der Außenwerbung. Und konkret in dieser Aktuellen Stunde reden wir über die Frage, ob über 800 vollkommen intakte Fahrgastunterstände abgerissen und durch neue ersetzt werden sollen oder ob man es schaffen kann, die vorhandenen weiter zu nutzen. Nur durch diese Aktuelle Stunde und dadurch, dass auf unseren Antrag hin eine Minderheit im Bauausschuss das Thema in den Stadtrat gehoben hat, können wir hier überhaupt etwas dazu sagen. In Leipzig ist eine Vorlage zum selben Thema anstandslos öffentlich im Rat debattiert worden. Was ist dort eigentlich anders? Die Frage, wem es nützt, wenn die Details einer so wichtigen Vorlage im Dunkeln bleiben, lasse ich einfach ein wenig im Raum stehen. Über 800 Wartehäuschen abzureißen, obwohl sie noch intakt sind und nutzbar, ist ökologischer Wahnsinn. Für die Herstellung wird und die Installation ist Energie aufgewendet worden. Für den Abriss wird Energie aufgewendet. Im Wesentlichen wird das Material nicht weiter zu verwenden sein. Sie haben sicher den Zeitungsartikel gelesen, in dem die Gestalterin dieser Unterstände dargestellt hat, dass es Spezialanfertigungen für Dresden sind. Für den Aufbau der neuen Unterstände wird wiederum Energie aufgewendet. Neue Unterstände würden ökologischer sein, wegen der Gründächer zum Beispiel, wirkt geradezu lächerlich, wenn man sich vorstellt, wie viel Gründach man errichten könnte, würde man nur einen kleinen Teil der Kosten neuer Unterstände gezielt dafür einsetzen. Was sind denn bitte schön Klimanotstandsbeschlüsse dieses Rates wert, wenn derselbe Rat eine solche leicht zu vermeidende Klimasünde einfach so durchgehen lässt? Applaus
über 800 Wartehäuschen abzureißen und neu zu errichten, ist auch ökonomischer Wahnsinn, sogar in mehrfacher Hinsicht. Ich will versuchen, Ihnen das zu erläutern. Erstens, die Einnahmen aus der Werbung sollen möglichst fair zwischen der Werbefirma, die das Risiko trägt, und der Stadt, die den öffentlichen Raum dafür bereitstellt, geteilt werden. Wenn von den Werbeeinnahmen unnötige Investitionskosten bestritten werden müssen, sinkt logischerweise auch der Teil, den wir als Stadt erhalten können. Ganz im Gegensatz zu dem, was Herr Krüger gestern im Sachsenspiel gesagt hat, es kostet uns nichts. Doch, es kostet uns genau den Teil der zu vermeidenden Investitionen. Die könnten wir nämlich bekommen. So einfach ist das. Zweitens, die faire Verteilung der Einnahmen wird durch den Wettbewerb bestimmt. Würden die Unterstände der Stadt gehören, könnten sich am Wettbewerb um die Werberechte auch die beteiligen, die ihre Kompetenz in der Werbung selbst haben, aber nicht im Bau von Stadtmöbeln. Mehr Beteiligte, mehr Wettbewerb, ein besseres Ergebnis. Andere Städte machen uns das vor, Berlin zum Beispiel. Dort haben vor allem auch die Grünen durchgesetzt, dass der Betrieb der Stadtmöbel und die Werberechte voneinander getrennt sind. Übrigens so, wie es das Bundeskartellamt sehr deutlich empfiehlt. Das wirtschaftliche Ergebnis hat dort alle Erwartungen übertroffen. Die Zeit reicht nicht, um darauf zu verweisen, dass das im Senat ein Thema war und dort bemerkenswert hohe Einnahmen erzielt werden konnten, mit denen alle daran hängenden ökologischen Wünsche erfüllt werden konnten. Und das Wundersame ist, obwohl hier das Bundeskartellamt ganz eindeutige Aussagen macht, sagt niemand von der Verwaltung, das sei wettbewerbsrechtlich bedenklich. Wettbewerb einsetzen, ist nicht zu verstehen. Meine Fraktion will etwas anderes. Wir sind überzeugt, dass die Stadtmöbel in öffentliche Hand gehören. Nur dadurch kann der ökonomische und ökologische Wahnsinn verhindert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir treten nun in die Fraktionsrunde an. Wie angekündigt, beginnt hier die FDP-Fraktion. Herr Zastrow, bitte sehr, Sie haben das Wort. Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich weiß ja, was da eigentlich jetzt gar nicht, was da jetzt noch geheim ist, weil irgendwie habe ich den Eindruck, stand schon alles, was interessant ist in der Zeitung. Aber deswegen gestatten Sie mir vielleicht eine grundsätzliche Anmerkung zu dem Thema Außenwerbung, weil ich glaube, dass wir hier in Dresden einen richtigen Weg gehen. Wir haben in den letzten Monaten ja im intensiven Austausch unter verschiedenen Fraktionen, aber auch mit der Verwaltung immer wieder diskutiert, aus meiner Sicht nahezu jeden denkbaren Aspekt. Übrigens in der ersten Sitzung des Bauausschusses auch den Aspekt, ob man verlängern kann die Werbeverträge, ob man jetzt unbedingt ausschreiben muss, weil es vielleicht auch bessere Zeiten als jetzt die Corona-Zeit gibt, man dann vielleicht bessere Preise erzielen können. Das weiß ich noch, der Vorschlag kam von mir selbst. Da ist mir damals auch die linke Fraktion überhaupt nicht beigesprungen, ganz im Gegenteil. Das ist jetzt auch zu spät, muss ich sagen, für die Debatte, weil wir sind dort einfach deutlich weiter. Und wir haben uns Mühe gegeben, einen Vorschlag für die Ausschreibung zu entwickeln, der besser ist als der in Leipzig, weil wir aus den Fehlern, die in Leipzig gemacht worden sind, zum Nachteil der Stadt Leipzig und zum Nachteil der Einnahmen, die Stadt Leipzig erzielen kann, in Dresden eben nicht machen. Ich glaube, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, höhere Einnahmen für die Stadt bringen wird, viel mehr Wettbewerb, auch die Chance für kleinere, auch die Chance für regionale Anbieter mit in das Verfahren reingebracht hat und dass wir insgesamt damit auch einen auch das Thema Rechtssicherheit viel, viel besser behandeln, weil die Frage, was sagt das Kartellrecht, was muss man machen, wie groß kann man Lose schneiden und sowas, uns dann wirklich intensiv beschäftigt hat über Wochen hinweg. Es sind in dem Kompromiss, der im Bauausschuss abgestimmt worden ist, Vorschläge von ganz vielen Fraktionen mit drin, CDU, Grüne, von uns, von der AfD, überall kamen Vorschläge mit rein, die irgendwie
berücksichtigt worden sind. Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Ergebnis. Wichtig ist für mich, dass wir auch das modernste System in Dresden installieren werden, nämlich ein System, was erstens Digitalisierung zulässt, was in Leipzig ganz anders ist, lange nicht so weit wie wir, und was auch andere Dinge zulässt, ob das die Solardächer sind oder begrünte Dächer sind. Das ist etwas, auf das wir gemeinsam Wert gelegt haben, und das wird am Ende, wenn es die Gebote gibt, eben auch möglich sein. Deswegen aus meiner Sicht liegt da etwas sehr Ordentliches auf dem Tisch, was wir dann im nicht öffentlichen Teil beschließen sollten. So, zu den Haltestellen. Ich hätte ja nie gedacht, dass das für so viel Aufregung sorgen könnte. Mir ist auch der städtebauliche Wert der Haltestellen noch nicht so bewusst gewesen. Ich habe das wohl zur Kenntnis genommen, ich habe das auch gelesen, auch von der Dame, die kreiert hat, richtig. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt die Chance haben, mit der Ausschreibung das gesamte Thema Stadtmöblierung mal neu zu fassen und auch dort neue Akzente in der Stadt zu setzen. Ich bin explizit dafür, dass wir nicht beschließen, heute Stückwerk in dieser Stadt über viele, viele Jahre hinweg zu haben, sondern dass wir uns für eine neue Stadtmöblierung auch entscheiden, die am Ende sich überall wiederfinden wird. Natürlich mit der Mitsprache des Rates, ganz selbstverständlich, aber das ist genauso ähnlich, wie wir es bei den Straßenbahnen hatten. Die Straßenbahnen sind auch in einem öffentlichen Diskussionsprozess, ist darüber diskutiert worden, wird da weiter diskutiert, und am Ende liegt dort ein Vorschlag, oder werden sie so gebaut, nach einem Vorschlag, der eine breite öffentliche Beteiligung auch hatte. Das ist wichtig für die Stadt. Ich möchte schon, dass unsere Stadt auch in dem Bereich Stadtmöblierung erkennbar ist. Und die Chance haben wir aber auch nur, wenn es jetzt einer macht, weil wir könnten es nicht. In den alten Verträgen, in der alten Ausschreibung steht es drin, der Anbieter, der damals gewonnen hat, hat sich dazu verpflichtet, abzubauen. Das hat der eingepreist. Ich halte das übrigens juristisch für äußerst kritisch, das jetzt aufzudröseln, sondern das ist Teil des Vertrages. Und daran müssen wir uns halten, daran müssen wir ihn auch immer erinnern, meine Damen und Herren. In der Vorlage am Ende steht da drin, dass auch der Abbau Zug um Zug mit dem Aufbau erfolgen wird. Es wird also, das hat die Verwaltung auch zugesagt, keine Pausen geben, wo über eine lange Zeit dort nichts steht. Wir werden wieder ein einheitliches Aussehen haben, und ich erinnere mich an eine meiner ersten Debatten, die ich im Stadtrat, ich glaube 2005 hatte, da hat man genau diese Einheitlichkeit gefordert. Warum? Weil damals, man findet sie heute noch ab und zu mal, diese DDR-Beton-Wartehäuschen noch gestanden haben. Da gab es ganz viele Beschwerden, auch aus den einzelnen Stadtteilen, weil die oft zweckentfremdet benutzt worden sind. Und da war das ein großes Thema, dann mehr Druck zu machen, komm, wir wollen endlich das einheitliche System haben. Und die Chance haben wir aber nur, wenn wir bereit sind, es so zu machen, wie es vorgesehen ist. Es wird viel auf Berlin verwiesen. Lieber Herr Kiesling, das ist, ich habe ganz anderes gehört. Ich habe auch nicht gehört. Kommen Sie bitte zum Schluss, ja, dass das ein so erfolgreiches Modell sein soll. Und wir wissen ja auch die Dresdner Verkehrsbetriebe, die sie am Ende wahrscheinlich machen müssten, lehnen das ab. Sie wollen gar nicht diese neue Aufgabe haben. Deswegen fahren wir die Emotionen ein bisschen runter, machen eine vernünftige Ausschreibung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zastrow. In der Reihenfolge jetzt Freie Wähler und Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, lassen Sie uns über Fahrgastunterstände reden, über Außenwerbung, über Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Vielen Dank an die Fraktion Die Linke für diese Debatte. Manche, die sich diese Debatte und Gespräche darüber gewünscht haben, würden das vielleicht als Abriss, Mammon und grüne Fantastereien bezeichnen, über was da gesprochen wird. Ich komme im Verlauf meines Redebeitrags noch dazu, warum wir davon sprechen könnten. Unsere Prioritäten sind klar als Freie Wähler. Wir wollen keinen Rückbau von Fahrgastunterständen, wenn er nicht notwendig ist. Wir wollen Mehreinnahmen für die Verkehrsbetriebe, also Mehreinnahmen für den ÖPNV. Wir wollen einen starken ÖPNV, der attraktiv ist, und dafür sind Fahrgastunterstände notwendig und der von den Dresdnern und den Gästen genutzt wird.
Was ist der Zweck von Fahrgastunterständen? Meine Damen und Herren, sie bieten Schutz vor Wind und Wetter. Sie fördern die Attraktivität des ÖPNV, denn sie sind klar ein Signal. Hier kann ich jetzt in den Bus oder in die Straßenbahn oder ein anderes Verkehrsmittel einsteigen. Und das ist das, was Herr Zastrow vielleicht unter Zweckentfremdung meint, sie bilden auch manchmal Unterschlupf für Liebespaare. Auch sowas soll es geben. Auch dafür sind Fahrgastunterstände gut. Fahrgastunterstände sind nicht allzu groß. Fahrgastunterstände haben eine Größe von ungefähr 4,5 Quadratmetern. Und die 800 Fahrgastunterstände, über die wir hier sprechen, haben eine Gesamtfläche von 3.600 Quadratmetern. 3.600 Quadratmeter, das ist ungefähr so viel wie ein halbes Fußballfeld. Ein Fußballfeld hat eine Regelgröße von 105 mal 68 Metern. Wir reden also bei allem, immer wenn wir über Begrünung sprechen und über Grünflächen, wenn wir über Solartechnik sprechen und uns ganz viel versprochen wird, was man da alles Tolles draufbauen kann, wir reden von der Gesamtfläche eines halben Fußballplatzes. Für einen halben Fußballplatz würden wir 800 Fahrgastunterstände abreißen. Vielleicht. Wir würden sie auch nicht voll begrünen können, denn auf die Fahrgastunterstände passt nur eine extensive Begrünung. Und diese extensive Begrünung ist dann wieder auf einer Kokosmatte aufgebracht, die meiner Meinung nach nicht hier in Deutschland angebaut wird, also auch so viel in Sachen Nachhaltigkeit. Man muss es halt immer komplett betrachten. Wie ist der aktuelle Stand? Wir haben es vorhin gehört, eine Verlängerung der Zeiten bezüglich der Außenwerbeverträge ist nicht möglich. Der Anbieter hat sich vertraglich verpflichtet, diese zurückzubauen Ende 2022. Herr Zastrow hat es betont. Und Herr Zastrow, das stimmt, Verträge müssen eingehalten werden, aber Verträge kann man auch neu schließen, zum Beispiel über den Ankauf genau dieser Fahrgastunterstände. Wir haben ca. 800 Stück in Dresden und wenn man der Zeitung glauben darf, der Neupreis liegt bei 12.000 bis 15.000 Euro. Wir könnten sie laut Presse für 2.500 Euro je Fahrgastunterstand kaufen. Auch diese verhältnismäßig geringe Summe bei diesen Produkten sollte man im Hinterkopf haben. Vor allen Dingen dann, wenn jemand sagt, die sind abgeschrieben, die können wir wahrscheinlich dann für wesentlich weniger oder für kaum Kosten erwerben. Wir haben Schulen in Dresden stehen, die sind schon sehr alt. Ein Schulgebäude hat eine durchschnittliche Nutzungsdauer oder eine durchschnittliche Dauer, in der es abgeschrieben ist, von 50 Jahren. Wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir dann nach 50 Jahren nicht in dieses Gebäude, und ein Fahrgastunterstand ist ein Gebäude, nochmal investieren und es weiter nutzen oder ob wir es dann immer gleich entfernen. Also ich glaube, bei Schulen gehen wir anders vor. Wir haben heute schon gehört, der Markt für Außenwerbung ist ein Markt des Wachstums, das stimmt, und die digitale Außenwerbung ist der größte Faktor innerhalb dieses Marktes und der Faktor, der am schnellsten, nicht der größte Faktor, der Faktor, der am schnellsten wächst. Er hat am Gesamtmarkt einen Anteil von rund 20% und die neuen Fahrgastunterstände sollen für digitale Außenwerbung geeignet sein. Das mag schön sein, das mag wichtig sein, aber 80% der Außenwerbung werden immer noch auf herkömmliche Art und Weise erbracht. Zum Beispiel mit Citylight-Postern, die in Fahrgastunterständen drin sind. Und diese würden wir auch weiter behalten. Das sollte man auch im Hintergrund haben. Fahrgastunterstände gehören unserer Meinung nach zu den Verkehrsbetrieben, wie Haltestellen zu den Verkehrsbetrieben gehören. Die Busse fahren dort vorbei, sie werden können durch die Busfahrer kontrolliert werden. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten, denn wir sind der Meinung, die Fahrgastunterstände werden bei den Verkehrsbetrieben, bei den Dresdner Verkehrsbetrieben sehr gut aufgehoben. Denken Sie bitte dran, wir reden über einen halben Fußballplatz von der Größe. Ich möchte nur noch an diejenigen, die heute wahrscheinlich uns sagen, wie wichtig es ist, dass wir nachhaltig arbeiten, appellieren. Nachhaltigkeit in all seinen Facetten ist als Querschnittsthema in allen Bereichen anzulegen, hat Ihr CDU-Kreisvorsitzender am 9.04. gesagt. Nachhaltigkeit
ist etwas, über das ja auch gerne gesprochen wird, zum Beispiel über Herrn von Clausewitz, wie es die AfD macht. Und Nachhaltigkeit ist ein ureigen grünes Thema. Bedenken Sie es bitte, wenn Sie heute darüber abstimmen. Ich hoffe, wir können alle unvoreingenommen darüber abstimmen. Ich hoffe, keiner von uns ist in irgendeiner Art und Weise diesbezüglich befangen oder hat irgendwelche Versprechungen oder andere Sachen erhalten. Ich gehe davon aus, wir gehen alle lauter von der Bühne. Vielen Dank. In der Reihenfolge der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Herr Schulze hat das Wort. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, um es vorwegzunehmen. Niemand möchte Sie im Regen stehen lassen, am wenigsten wir Grünen, die sich immer für ein attraktives ÖPNV-Angebot einsetzen und auch ein wichtiger Partner der Dresdner Verkehrsbetriebe sind. Und genau damit es nicht zu dieser Situation kommt, dass Sie im Regen stehen, wird eine Ausschreibung derzeit vorbereitet, um die seit 30 Jahren bestehenden Stadtwerbeverträge mit den Firmen Ströer und Wahl Deco abzulösen, neue Fahrgasthäuschen an den Haltestellen zu erhalten, neue Werbeträger mit digitalen Werbeflächen aufzustellen und diese unter anderem mit Photovoltaikanlagen und Gründächern auszustatten und, wesentlicher Punkt, die Einnahmen aus der Vergabe von Werbekonzessionen für die Stadt auf 2,5 Millionen ab dem Jahr 2023 zu erhöhen. Das ist mal so knapp beschrieben, die Situation. Die Planungen und Vorbereitungen für diesen Neustart der Außenwerbung in Dresden werden seit rund 2 Jahren in der Stadtverwaltung erarbeitet. Und es wurden dabei die verschiedensten Varianten mit den bestehenden Fahrgasthäuschen und Werbeträgern wie den Litfaßsäulen, City-Light-Plakaten und so weiter, wie damit sinnvoll umgegangen werden kann. Dabei stand auch der Erwerb dieser Fahrgastunterstände in der Überlegung und es wurde bei dem Eigentümer, die Firma Wahl Deco, entsprechend angefragt. Über Details dieser Verkaufsangebote möchte ich mich hier nicht öffentlich äußern. Anzumerken ist allerdings, dass diese Bedingungen in dem Angebot eine faktische Verlängerung der seit 30 Jahren bestehenden Verträge mit Deco bedeuten würde für die nächsten 15 Jahre. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aus Sicht von Wahl Deco kann man dieses Interesse, diese Verträge weiterlaufen zu lassen, natürlich komplett verstehen. Deswegen wurde auch sehr viel Kampagne gerade hier gelaufen. Wir aber handeln im Interesse der Stadt Dresden und ihr, der Dresdnerinnen und Dresdner. Und der Gleichbehandlung vor allen Dingen dann auch aller potenziellen zukünftigen Bewerber für dieses geplante Ausschreibungsverfahren. Diese Materie, Außenwerbeverträge, ist ziemlich komplex und deswegen möchte ich hier nochmal auch an einzelne Facetten näher beleuchten. Zum Ersten, wie kommen eigentlich Fahrgastunterstände und Werbeträger in das Stadtgebiet? Um diese Kosten für diese Investitionen in Fahrgasthäuschen und andere öffentliche Einrichtungen nicht aus eigenen Mitteln der Stadt finanzieren zu müssen, stellt die Stadt an entsprechende Unternehmen der Stadtwerbebranche Flächen im öffentlichen Raum zur Verfügung. Auf diese werden dann diese Fahrgastunterstände errichtet, auch diese Werbetafeln. Und mit den Werbeflächen werden natürlich dann Werbeeinnahmen erzielt, die einerseits diese Investitionen refinanzieren, andererseits aber genauso auch diese Betriebs- und Unterhaltskosten abdecken und im nächsten Schritt Gewinne erzielen lassen, an denen die Stadt auch dann beteiligt wird. Das vielleicht mal so zum Hintergrund und zum Verständnis. Zum Zweiten, es steht der Vorschlag, das ist ja gerade hier die Rede, dass die Stadt Dresden oder eines ihrer Unternehmen die bestehenden Fahrgasthäuschen von Wahl Deco für 2 Millionen Euro erwirbt. Konnte man in der Zeitung lesen, ist das noch nichts Neues. Zur Begründung werden die Begriffe Nachhaltigkeit, öffentliches Eigentum, Erhöhung der Einnahmen für die Stadt oder der Verkehrsbetrieb auf 5 Millionen, ja, also hier wurde 5 Millionen gebracht, und zum weiten Teil sehr abenteuerlichen weiteren Argumenten und Prognosen ins Feld geführt. Tatsache ist, dass weder die Stadt noch die Verkehrsbetriebe über das entsprechende Know-how und Management verfügen, um genau diese Werbeflächen zu vermarkten. Bedeutet, für die Vermarktung der Werbeflächen braucht es einen nationalen Vermarkter. Das wäre dann wieder Wahl Deco oder Ströer oder wie in Leipzig jetzt RBL. Vielleicht ist es aber auch ein riesiges Unternehmen dann wie Havese oder wir kennen ja auch noch viel andere. Diese wiederum würden dann natürlich für diese Vermarktung eine entsprechende Provision für sich beanspruchen. Für die Stadt oder DVB würden allerdings dann diese Kosten für den Betrieb und den Unterhalt anfallen.
Nach einer Kalkulation der Verkehrsbetriebe wird ein Reinerlös nach Abzug aller Kosten für die Instandhaltung, Wartung, Betrieb, Vermarktungsprovisionen auf ca. 800.000 bis 1 Million geschätzt. Das heißt, damit würden wir weit unter dem im Haushalt geplanten Einnahmen für die Stadt von 2,5 Millionen ab 2023 bleiben. Seitens der Linken werden ja sogar 5 Millionen Euro vorausgesagt. Eine Aussage, die überhaupt nicht untersetzt ist. Weiterhin wäre ein beträchtlicher Personal- und Zeitaufwand notwendig und würde uns in ein Geschäftsfeld begeben, bei dem wir über keinerlei Erfahrung verfügen und auf einen Markt, der derzeit im Straucheln ist und das insbesondere große Unternehmen ihre Werbekampagnen aktuell zurückfahren und die weitere Entwicklung erstmal abwarten. Zum Dritten. Wir möchten, dass in Zukunft auch Fahrgasthäuschen und Werbeträger einen Beitrag zum Klimaschutz und dem Stadtklima beitragen. Dazu ist es notwendig, dass die Dächer mit Photovoltaikanlagen oder Gründächern ausgestattet werden. Weiterhin soll der Ressourcenverbrauch durch Plakate reduziert werden, durch digitale Werbeflächen. Herr Schulze, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme dann zum Schluss. Wenn wir das mit den bestehenden Fahrgasthäuschen erreichen wollen, werden erhebliche Umbauten vorzunehmen, die wieder eine entsprechende Investition nach sich ziehen. Geprüft werden müsste auch dann die Statik dieser Häuschen. Die bestehenden Kuppeldächer, die jetzt da sind, sind für die zusätzlichen Lasten ungeeignet. Der Bestandsschutz entfällt und ein Bauantragsverfahren wäre notwendig. Damit wären die jetzt genannten 2.500 Euro pro Häuschen nicht wirklich billig für uns. Letzter Punkt, ich komme auch zum Ende. Waldeco, der Eigentümer der Fahrgasthäuschen, legt uns eine Nachhaltigkeitsstudie im Moment vor, auf das sich auch einige Fraktionen ja Bezug nehmen. Mir kommt das Ganze vor wie ein Autohändler, der mir seinen Gebrauchtwagen in den schillerndsten Farben anpreist und darauf hofft, dass er die Entsorgungskosten sparen kann. Ich will hier gar nicht den Vergleich dann mit diversen Abgasuntersuchungen von Fahrzeugherstellern anführen. Wenn Waldeco seine Häuschen abbaut, wie vertraglich vereinbart, können auch diese verschiedenen Bauteile, die dort anfallen, in anderen Städten verwendet werden. Dass sie auf die Deponie fallen oder dass sie sonst irgendwie sozusagen dann nicht mehr weiterverwendbar sind, wird hier schlicht behauptet, dann entbehrt allerdings jeder Logik. Herr Schulze, bitte. Und ist ein Denken aus der vorherigen Jahrhundert. Ich komme zum Ende. Ich hoffe, dass wir ein wenig Licht hier in dieses Dunkel gebracht haben und mit diesen wilden Unterstellungen aufgeräumt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. In der Fraktionsreihenfolge die CDU-Fraktion. Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, zu einzelnen möglichen Wettbewerbern am Markt werde ich mich hier in dieser Runde nicht äußern. Wir entscheiden heute über die Neuvergabe der Außenwerberechte. Leider hat sich in den letzten Wochen die Diskussion fast ausschließlich um die Fahrgastunterstände, sprich die Wartehäuschen, gedreht. Und eine Menge zum Teil falscher Behauptungen wurde dabei gestreut. Ich fange aber jetzt mal mit der Losaufteilung an. Mit dem interfraktionellen Änderungsantrag von FDP, CDU und Grünen schaffen wir mehr Wettbewerb. Mit der Verwaltungsvorlage hätten wir zum Beispiel mittelständischen Anbietern, insbesondere bei den 18-Eintel- und 8-Eintel-Formaten, weniger Wettbewerb, weniger Anbieter gegeben. Zudem trennen wir die Formate nach Vorgaben, die das Eckpunktepapier des auch hier schon mal genannten Vorgaben des Kartellamtes. Herr Krüger, wenn Sie ein Stück weit noch die Abgrenzung zur nicht öffentlichen Sitzung noch in den Vordergrund stellen. So, dazu kommen wir dann noch, was es alles gibt, die Fahrgastunterstände, die altehrwürdigen Säulen und digitale Uhren und andere getrennte Formate. Zusammengefasst heißt das, durch die weitere Auffächerung der Lose gemäß der Werbeträgerarten ist es eben genau im Gegenteil zu dem, was hier angesprochen wurde, auch kleineren Anbietern möglich, hier am Verfahren teilzunehmen. Es ist insgesamt für die Stadt wirtschaftlicher, denn wenn wir die Werbeformate auf unserem eigenen Grund und Boden haben, als jetzt Erlöse beispielsweise auf privaten Boden für Private zu verschieben. Die Formatexklusivität einzelner Losinhaber verhindert zum Beispiel auch eine Rabattschlacht. Eine Rabattschlacht hätte dann auch nichts anderes zur Folge, als dass wir als Stadt weniger Einnahmen erzielen würden.
Und was natürlich auch der Kollege Zastreuth ist ja angesprochen, ein aktives Stadtbildmanagement, denn jeder Werbeeuro wird auch nur einmal ausgegeben und bestenfalls geordnet auf kommunalen Standorten und nicht auf privaten Grundstücken vermarktet. Und wir leisten damit einen aktiven Beitrag auch zum Stadtbildmanagement. Die Digitalisierungsmöglichkeit aller Formate ist einfach nicht aufzuhalten. Wir sehen es jetzt zunehmend, dass eben digitale Formate an geeigneten Kreuzungspunkten und zum Beispiel entstehen. Diese Investition ist für viele Anbieter lohnend, ist nicht aufzuhalten und wird auch sicherlich dazu führen, dass sich der Markt insgesamt verschieben wird. Doch noch nun mal zu den Fahrgastunterständen, gemeinhin Wartehäuschen genannt, die nach den Vorstellungen einiger durch die Stadt erhalten oder betrieben werden sollten. Einige hatten sogar noch mal versucht, über den Umweg der DVB diese Aufgabe überzuhelfen. Aber wir kennen, glaube ich, alle das Schreiben der DVB dazu, die dann wirklich höflich dankend abgelehnt haben. Einige Fahrgastunterstände wirken optisch auf den ersten Blick noch gut. Jedoch ist nach dem wohl zum Teil 30-jährigen Bestand bei vielen, insbesondere die Verwitterung im Übergang zum Fundament, der Stahlkonstruktion im Dachbereich und so weiter, ganz offensichtlich. Und soll die Stadt wirklich dieses Risiko tragen, hier noch weitere 15 Jahre und dann später teuer zu sanieren oder eben bestimmte Werbeformate nicht anbauen zu können, weil ganz einfach diese Möglichkeiten dort nicht bestehen. Werbeeinnahmen auch in der Außenwerbung sind begrenzt, sodass es auch nicht automatisch heißt, dass mehr Werbeträger mehr Einnahmen bedeuten. Daher besteht auch mit der Verantwortung zu dem Wart. Gewünschten Grün- bzw. auch Solardächern überhaupt nicht geeignet sind. Es wären damit Konflikte mit einem Konstrukt von Trennung Fahrgastunterstand, Betreiber und Inhaber vorprogrammiert. Wer entscheidet zum Beispiel, welcher Standort saniert werden muss? Wer finanziert die teure LED-Technik? Wer ist Eigentümer selbiger? Wer würde die Regressforderungen von Werbepartnern aufkommen, wenn diese durch zum Beispiel zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Stadt gegeben wären? Man muss es kurz sagen, niemand muss die Befürchtung haben, morgen im Stadtgebiet keine Fahrgastunterstände mehr zu finden oder, wie ich es auch in meinem Interview gesagt hatte, buchstäblich im Regen zu stehen. Vielmehr wird durch die schrittweise Erneuerung der teils betagten Fahrgastunterstände eine Zukunftsinvestition vorgenommen mit Chancen für die digitale Werbung, Gründächern, wo es passt, und auch Einsatz von Solarpanelen, wo es passt. Auch die Landschaft der Großflächenwerbung wird sich gravierend modernisieren und digitalisieren. Durch mehr Wettbewerb erzielt die Stadt auch mehr Einkünfte. Ich darf daran erinnern, dass wir im laufenden Haushalt entsprechende Einnahmen eingeplant und auch schon ausgegeben haben. Wir haben jetzt die Chance auf Millioneninvestitionen Dritter im öffentlichen Werbemarkt, der nachhaltig unser Stadtbild modernisieren wird. Nutzen wir diese Chance jetzt und stimmen der Vorlage sowie dem interfraktionellen Änderungsantrag zu. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Krüger. Nächste Fraktion ist die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Heute soll der Stadtrat über die Neuvergabe der Außenwerberechte entscheiden. Die Verwaltung in Person des Beigeordneten für Bau, Verkehr und Liegenschaften bevorzugte es hier, eine Ausschreibung der Außenwerberechte nach dem sogenannten Leipziger Modell durchzuführen. Ein Modell, welches sich dadurch auszeichnete, dass die Stadtverwaltung ein Außenwerbemonopol sämtlicher Werbeflächen auf städtischem Grund für genau ein Unternehmen schaffen und so die Einnahmen der Stadt aus den Außenwerberechten auf genau null reduzieren wollte. Es war für mich nicht nachvollziehbar, wie sich der grün geführte Teil der Stadtverwaltung hier freiwillig in ein Szenario begeben wollte, welches abgesehen von einigen wenigen Quadratmetern an Gründächern nur Nachteile für den städtischen Haushalt und die Bürger unserer Stadt bringt. Es reicht vollkommen aus, sich nur peripher mit dem Thema Außenwerbung in Leipzig zu befassen, um festzustellen, dass es sich
dort um ein von den dortigen Grünen initiiertes Misserfolgsmodell handelt, welches keineswegs kopiert werden sollte. Aus diesem Grund war es die logische Konsequenz, dass hier aus allen Richtungen Änderungsanträge zu dieser Vorlage eingebracht wurden. Die Vorschläge waren vielfältig. Zwischen der zukünftigen Verstaatlichung der Außenwerbung als Übernahme durch ein städtisches Unternehmen bis zur vollständigen Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen in Kombination mit der Verlängerung der Konzession zum wirtschaftlichen Nachteil der Stadt war alles dabei. Die öffentliche Diskussion der vergangenen Woche, die ja auch Bestandteil dieser Aktuellen Stunde ist, drehte sich aber nur um die Fahrgastunterstände, also nur einen kleinen Teil des gesamten Ausschreibungsgegenstandes, ohne dabei die Komplexität des gesamten Sachverhaltes zu erfassen. Die Folge ist, dass diese Diskussion in der Öffentlichkeit nur sehr verzerrt stattgefunden hat. Denn betrachtet man diese Haltestellenhäuschen für sich, ist es vollkommen richtig, dass diese durchaus noch ein paar Jahre stehen könnten und zum jetzigen Zeitpunkt auch noch in annehmbarem Zustand sind. Man darf aber nicht ausblenden, dass sich diese Fahrgastunterstände nicht im Besitz der Stadt befinden. Es ist doch eine vollkommen andere Situation, ob ich mein Eigentum, welches sich am Ende seiner Lebensdauer befindet, noch ein paar Jahre weiter benutze oder ob ich Gegenstände, die sich am Ende ihrer Lebensdauer befinden, dann auch noch kaufen und unterhalten soll. Im übertragenen Sinne müssen wir uns hier folgende Frage stellen. Kaufe ich ein 30 Jahre altes Auto oder lasse ich mir einen neuen Firmenwagen geben? Wer sich schon mal mit Produktlebenszyklen beschäftigt hat, wird sicherlich schon mal etwas von der Bademann-Kurve gehört haben. Diese sagt aus, dass gegen Ende der Lebensdauer die Ausfälle von Gegenständen und deren Wartungskosten exponentiell steigen. Die Haltestellenhäuschen sind 30 Jahre alt. Sie haben 30 Jahre lang ununterbrochen im Freien gestanden, Wind, Regen, Schnee und Salzen getrotzt. Sie waren 30 Jahre lang Korrosion, Schwingung und Temperaturwechseln ausgesetzt. Es wäre eine denkbar schlechte Entscheidung, dass die Stadt gerade jetzt Eigentümer wird, wo wir möglicherweise gerade am Beginn des exponentiellen Wachstums von Ausfällen und Kosten angelangt sind. Hier zu propagieren, der Abriss und Neubau der Fahrgastunterstände mit Kosten von den Steuerzahlern verbunden wäre, ist eine bewusste Falschaussage und der Versuch, mit Falschmeldungen die Dresdner Bürger hier in die Irre zu führen. Der Abriss der alten Fahrgastunterstände war im Konzessionsvertrag des alten Konzessionsnehmers fest eingepreist. Der Aufbau der neuen Fahrgastunterstände wird im Falle eines echten Wettbewerbs bei den Gewinnabgaben an die Stadt keine Auswirkung haben. Der Werbemarkt der auszuschreibenden Verträge ist ein dreistelliges Millionengeschäft. Für die Firmen fallen hier ein paar Millionen für die Fahrgastunterstände nicht ins Gewicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Ausschreibung so gestalten, dass ein größtmöglicher Wettbewerb entsteht. Denn so können die größtmöglichen Gewinnanteile für die Stadt ausgehandelt werden. Wir unterstützen deshalb alle Ideen, die einen größtmöglichen Wettbewerb mit möglichst vielen Bewerbern fördern. Zum Abschluss möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der uns besonders wichtig ist. Es wäre für uns ein unhaltbarer Zustand gewesen, wenn am 31.12. alle Fahrgastunterstände abgerissen werden würden und die Dresdner dann mehrere Wochen im Regen stehen würden, bis irgendwann neue Fahrgastunterstände aufgebaut werden. Den während der Diskussion im Ausschuss entstandenen Ansatz des geordneten Wechsels, also Abriss der alten Fahrgastunterstände erst dann, wenn der neue Fahrgastunterstand unmittelbar bereitsteht, unterstützen wir deshalb voll und ganz. Wir sind überzeugt, dass diese Verfahrensweise auch maßgeblich zur Akzeptanz dieser notwendigen Maßnahme bei den Fahrgästen beiträgt. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die SPD-Fraktion. Frau Sturm, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Nun habe ich die große Ehre, das Schlusswort dieser so wichtigen heute Aktuellen Stunde zu halten und möchte das Schlusswort auch nutzen, um einerseits die Zuschauer im Stream nochmal abzuholen, weshalb wir heute hier stehen, worum es geht und auf einige Dinge einzugehen. Wir stehen heute hier, weil es einen Antrag in diesem Stadtrat gab, der auch eine weite Mehrheit gefunden hat vor 3 Jahren, in der wir beschlossen haben, dass wir uns die Ausschreibung einfach im Vorfeld ansehen wollen. Ein wesentlicher Teil der Begründung lag genau um ein paar Aspekte, über die wir eben gesprochen haben, nämlich, dass wir über einen, Oligopolmarkt sprechen. Nun bereitet seit 2 Jahren die Stadtverwaltung in der Tat diese Ausschreibung vor. Nur leider hat sie sich auch, und deswegen hat sie sich so lange gezogen, das gehört zur Wahrheit auch dazu, nicht an den Antragstext gehalten, den wir damals einstimmig beschlossen haben. Damit ging es schon los und deshalb drehen wir eine Schleife nach der nächsten. Beschließen sollte der Wirtschaftsförderungsausschuss sein, zum Schluss war es der Stadtbau- und Entwicklungsausschuss. Aber ich fasse noch mal zusammen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über das Thema Ausschreibung von Stadtmöblierung reden.
Wir reden zum Schluss über drei wichtige Aspekte für die Stadt Dresden. Einerseits Fahrgastunterstände, andererseits die Einnahmen und in Verbindung damit auch die Losaufteilung. Wir haben uns jetzt sehr, sehr viel über dieses Thema Fahrgastunterstände unterhalten und es gab jetzt, glaube ich, ziemlich viele Argumente und auch Missverständnisse, mit denen ich mal aufräumen möchte. Es wird die ganze Zeit behauptet, dass sich das alles für die Stadt Dresden nicht rechnet und hier wurden nämlich dann diesbezüglich auch einige Zahlen weggelassen. Ich habe es nur noch mal aufgeschrieben. Ein neuer Fahrgastunterstand kostet 15.000 Euro. Wir können jetzt den Ankauf für 2.500 Euro pro Stück vollziehen. Und ich frage mich doch, und da fange ich mal der Reihe nach an, Herr Schulze, wir haben gesagt, wir wollen hier eigentlich uns an Wettbewerbsbeschränkungen halten. Ich habe das hier als ein Waldeco-Bashing empfunden, was Sie hier gerade eben gemacht haben. Sie behaupten, dass Waldeco hier Angebote unterbreitet hat, die für uns zum Nachteil sind. In der Zeitung konnten Sie es lesen, es lag in sämtlichen Ausschreibungen auf dem Tisch und übrigens heute ging es auch nochmal an alle Fraktionen. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Sie lügen und ich frage mich, warum. Da steht klipp und klar drin, dass die Zubehörteile nicht bei Wall und Deco erworben werden müssen. Und ich frage mich auch bei Ihnen, Herr Krüger, ob Sie jetzt eine Ausbildung als Ingenieur gemacht haben, dass Sie beurteilen können, dass Fahrgastunterstände nicht in Ordnung sind. Ich frage mich wirklich, wer das kommt. Und ich finde das gegenüber dem einem der wenigen Anbieter, die sich darauf bewerben werden, egal in welcher Form wir ausschreiben, ungerecht und wettbewerbseinschränkend, weil sie in öffentlicher Sitzung Unternehmen ja, der Lüge bezichtigen. Herr Nitsche, Sie sind auch noch mal sehr intensiv, Sie sind einer der wenigen gewesen, der sich sehr intensiv an der Aktuellen Stunde orientiert hat. Sie haben über die Fahrgastunterstände referiert und in der Tat, eine Chance verspielen wir, wenn wir sie nicht ankaufen, und das hat keiner von Ihnen angesprochen. Wenn wir jetzt 800 Fahrgastunterstände ankaufen, können wir von möglichen 1473 Standorten, das heißt, es sind über 673 Standorte aktuell ohne einen Fahrgastunterstand, ja, können wir diese ausweiten. Ein Thema, das mir ganz oft im Wahlkreis begegnet, an der Bautzener Straße, dort stehen die Rentner im Regen, weil wir einfach nicht genügend haben. Das ist ein Aspekt, den wir hier die ganze Zeit außen vor lassen. Und ich möchte auch noch einen Aspekt vielleicht ansprechen. In der Tat, da bin ich auch bei Ihnen, Herr Laczynski. Der Werbemarkt ist einer der Märkte, die am meisten wachsen wird. Die 2,5 Millionen, die im Haushalt stehen für 2023, sind ein Witz. Weil wir drehen uns auch hier in dieser Diskussion immer nur um einen Aspekt, dass wir 2,5 Millionen aus den Fahrgastunterständen haben wollen. Die Citylights sind der Markt, der am meisten wächst. Den ganzen anderen Rest möchte ich mir später für den nicht öffentlichen Teil aussparen, weil ich möchte ganz gern den Hinweis der Verwaltung einhalten. Ich finde es schade, dass hier nach aktuellem Stand eine große Chance für die Stadt verspielt wird, weil ich glaube, den Leuten draußen ist es egal. Herr Brauns, bitte, ich rede jetzt, Anstand heute anscheinend zu Hause gelassen. Wir spielen eine große Chance für die Stadt, nämlich die Fahrgastunterstände tatsächlich zu erweitern, auszubauen und dieses Thema, dass man diese aktuellen Fahrgastunterstände nicht digitalisieren könnte, nicht umrüsten könnte, dass die alle in einem schlechten Zustand sind, das steht nirgends, tut mir leid, Sie lügen da einfach und benachteiligen auch einzelne Wettbewerber. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Sturm. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Alle Fraktionen haben dazu gesprochen und wir verlassen den Tagesordnungspunkt 2.